dedo e não botei. Os odinho, tu não assemble. Wir befinden uns immer noch auf der Nordinsel von Neuseeland. Wir starten in New Plymouth, fahren nach Whanganui, anschließend ins Weinanbaugebiet nach Martinborough, zum südlichsten Punkt der Nordinsel, Kap Palisa und letztendlich nach Wellington. Bis direkt. Hanging out the dry. And see if you're brave enough to sit in it while the stockies come down behind you. I reckon he will. Aber das ist keine Seifenkiste, ein uralter Bus. You'll be right. It won't kill you. Was es in Neuseeland nicht alles gibt. Um auf die Aussichtsplattform zu kommen, muss man jetzt hier diesen Tunnel lang kommen. Und jetzt fahren wir hier mit dem Lift nach oben. Und das sogar mit unseren Fahrrädern. Thank you. So it is 104 years old now. It is very well looked after. But it is a bit of a quirky ride, okay? You're going to hear funny noises, shakes and wobbles a little bit, but it's safe, all right? It's safe. Very well looked after. Natürlich. Gibt es auch hier einen Turm, aber das ist für meine Oberschenkel doch ein bisschen anstrengend. Als Entschädigung gibt es einen tollen Blick über Whanganui. Ein paar landschaftliche Eindrücke auf der Fahrt nach Martinborough. Aue aku kai na tumue, taravanina mu toroto, kiriti ia mai, te avaroa e. Wir sind bei einem Farmshop. Hier gibt es Erdbeeren, Blaubeeren und wie es aussieht, gechillte Ziegen. Eigentlich sollte hier unser Stellplatz sein für die Nacht mit einem Weinlokal, aber hier ist nichts. Hier ist nun ein schöner Fluss. Aber hier möchte ich auch nicht stehen, wenn Hochwasser ist. Jetzt wollen wir mal schauen, wie warm das Wasser ist. Die Annette, die testet das mal. Wie schaut man denn, wie warm das ist? Indem man sich auszieht und reinhückt. Ja, ist gar nicht so kalt. Ja, nein. Wir sind nach Gladstone gekommen, um eine Weintour zu machen. Allerdings haben wir noch keine Weinberge gesehen. Und wir haben uns dagegen entschieden, dort unten am Fluss zu übernachten, weil wir dabei Hochwasser auch nicht gerne sind. Es gibt wieder mal Frühstück im Wohnmobil. Weil wir draußen nur 15 Grad hatten vorhin. Und schaut euch mal an, was die Annette hier isst. Ein Croissant. Mit Nutella und Erdbeeren. Wir haben nämlich gestern hier vom Feld solche Erdbeeren gekauft. Uns kann es gut gehen. Also, der Annette kann es gut gehen. Guckt mal an, wer da kommt. Die Pia und der Köbi von der Lupina. Genau. Diesmal ohne Schiff. Am Ende der Welt trifft man sich wieder. Das letzte Mal auf den Gambier-Inseln. Du länger als 3 Monate bist und du kommst hierhin, hast mehr Zeit als wir, dann finde ich ein Wunder.
nach einem sehr schönen Abend gestern mit Brandy Dog spielen, wo natürlich die Besseren gewonnen haben. Das waren wir. Ja, genau. Ne, die Pia hat sich da falsch gemeldet, die hat auch mal gewonnen. Gibt es jetzt ein gemeinsames Frühstück. Und heute Nacht hatten wir nur 13 Grad. 13 Grad. Mhm. Und jetzt ist es wieder wärmer. Wird schön. Wir sind auf der Nordinsel, fast ganz im Süden, bei den Pinnacles Felsformationen. Wir stehen mit dem Wohnmobil an einem Flussbett und haben Meerblick. Auf geht's zu einer Wanderung zu den Pinnacles-Formationen. Oh, der erste Ausblick über das Tal und die Bucht. Die Pinnacles sind bizarre Felsformationen von Wind und Wasser geformt. Das Flussbett hoch. Aber die Temperatur ist angenehm. Aber es sind, glaube ich, außen so. Es sind, glaube ich, so 25, 26 Grad. Aber es geht ein kühler Wind. Sehr angenehm. Wir haben es gleich geschafft. Wasser. Seht ihr die auch? Da. Da sind sie. Mit ihren Babys. Oh, genau.
Eins zum Fahrten. Nicht so mit Strecken, schade. Ja, jetzt wird dann bereut. Ich bin zu dir. Das ist tatsächlich auf dem Weg zu uns. Wir sind am Cape Palliser. Wunderschönes Wasser. Tolle Natur. Aber aus dem saftigen Grün, den wir weiter im Norden hatten, ist hier jetzt ein ziemlich trockenes Beige geworden. Leider erleben wir nicht, wie diese alten Bagger hier ihre Boote rein und raus bringen. Aber dafür haben wir hier so ein etwas neueres Gefährt. Und da müssen wir fragen, wie viel Fisch der an Bord hat. Ha? Mhm. Haben sie dich schon attackiert? Der Räucherofen wird präpariert, diesmal mit Manuka-Holz. Spiritus habe ich auch gekauft, hoffentlich funktioniert das Zeug auch. So sieht er vorher aus. Lass dich überraschen. Lass dich überraschen. Oh, guck mal. Das sieht ja lecker aus. Die Annette ist die Vorkosterin. Die probiert es jetzt mal. Mhm. Ja? Lecker. Super. Guten Morgen, ist der 27. Januar. Also heute Nacht war es schlimmer als auf dem Meer. Also ich vermute mal, dass Katamarane so wackeln. Es bläst hier, ich glaube, mit 50 Knoten Wind. Unser Wohnmobil schaukelte hin und her. Und ich hatte Befürchtung, dass wir hier umkippen. Jetzt zeige ich euch das mal, wie das draußen aussieht. So ist das hier. Es ist aber schön warm. Geiler Job. Mit den jungen Rindern. Wir haben ein kleines Problem oder ein größeres. Wir sind hier diesen Berg raufgekommen und das hat so enge Kurven, dass wir nicht weiterkommen. Jetzt drehen die Reifen durch wie Teufel. Der zweite Wagen hinter dem Silbernen ist schon weggefahren und wir hängen fest.
10 cm zum anderen Fahrzeug. Nichts tut sich. Irre steil. Ich schätze, wir müssen jetzt die Polizei rufen, dass sie sich was einfallen lassen. Von den Leuten hier hat leider auch keiner einen Truck im Garten stehen. Wir haben jetzt einen Abschleppdienst gerufen. Dessen Fahrer ist gerade unterwegs. Keine Ahnung, was der bewerkstelligen will, dass wir hier wegkommen. Vielleicht will er ja den Kleinen zurückziehen. Es bleibt spannend. Emilie und Scott haben uns geholfen beim Telefonieren. Super nett. Jetzt versuchen wir es von der anderen Seite und hoffen, dass er uns hier rausbekommt. Der Winkel ist nicht gerade gut. Jetzt muss er sich nur noch festfahren, dann passt alles. Du kommst noch nicht rum. Ein stabiler großer Haken wird an der Achse befestigt. Weiter rum! Weiter rum, das geht nicht! Fast dran! Scheibenkleister, ey! Ja, nochmal von vorne. Nee. Das Rad ist nicht auf der Erde. Wow. Oh Mann. Aber jetzt könnte es klappen, dass wir rückwärts runterkommen. Ja, ja, ja! Oh Gott, sei es gepriesen. Wuhu! Oh mein Gott, was für eine Zittertour! Rubber! Die Matten nicht vergessen. Ja. Boah. Not so easy. Oh, wow. Die Annette, seht ihr das? Der läuft das Wasser im Mund zusammen. Wir stehen nämlich hier an für das beste Eis in Wellington. Da stellen wir uns hinten in die Schlange. Das Warten hat sich gelohnt. Wo ist das Salz und das Eis?
geht mit der Cable Car in Wellington auf den Aussichtspunkt. 1899 begann die Konstruktion, 1902 in Betrieb genommen. Dann hoffen wir mal, dass die Fahrt noch durchhält. Los geht's den Berg hinauf.